Ja, unsere Referentinnen sind jetzt alle da. Wir werden jetzt auch in wenigen Minuten dann beginnen. Ich weiß nicht, ob die Dolmetscherinnen und Dolmetscher schon sind bereit. Ja, sehr schön. Vielen Dank für eure Arbeit, kann man nicht oft genug würdigen, die großartige Arbeit, die ihr macht. Ja, wir beginnen dann jetzt. Ich begrüße unsere Sprecherinnen und Sprecher auf dem Podium. Und ich begrüße erneut das Publikum recht herzlich. Vielen Dank, dass ihr alle von weit her gekommen seid. Ja, also auch ich selbst war letztes Jahr, es geht ja heute um die Praxis, Lehren aus alternativen Praktiken. Ich war letztes Jahr auch mit einer Gruppe in Rojava und wir waren sehr beeindruckt vom Aufbau der demokratischen Autonomie dort. Auf unsere Frage, wie das möglich ist, innerhalb so kurzer Zeit so alles aufzubauen, die Kommunen, die Selbstverteidigung, die Schulen in kurdischer Sprache und so weiter, die Frauenräte. Uns wurde gesagt, ihr dürft nicht vergessen, hier in Syrien, mehr als 20 Jahre lang war Abdullah Öcalan hier, es ist sein Ort, und 20 Jahre lang hat er mit den Menschen hier diskutiert und organisiert. Und in Rojava gibt es wirklich Frauen, die seit 30 Jahren organisiert sind. Wenn man in Kurdistan ist, egal in welchem Teil von Kurdistan, mit der kurdischen Bewegung, dann spürt man immer wieder, dass dort eine andere Welt möglich ist, dass das keine ferne Utopie ist, sondern dass es dort Praxis ist, schon in vielen Bereichen. Und unser heutiges Thema ist ja Praxis, Praxis mit demokratische Autonomie mit Kommunalismus, und die Rednerinnen und Redner werden das vor allen Dingen zum Thema haben. Und ich begrüße euch alle nochmal auf dem Podium, und wir haben leider sehr wenig Zeit, weil es sehr voll ist, unser Programm, und deswegen werden wir jetzt auch direkt beginnen.